Designerin Rebecca von Lahnstein wird exklusiv das Brautkleid für die Verlobte ihres Bruders Tristan kreieren. Werden damit auch die alten Gefühle für ihre Ex-Geliebte wiederbelebt? Ach, du weißt doch, wie die Journalisten so arbeiten. Sie behaupten etwas und im nächsten Moment dementieren sie. Hast du diesen Artikel an die Presse lanciert? Nichts davon ist wahr. Warum machst du das? Wir brauchen PR. Ich bin deine Freundin, verdammt! Seit Elisabeth das Gremium leitet, steht LCL unter Druck und ein kleiner Skandal beflügelt das Geschäft. Ich dachte eigentlich, das verstehst du. Du wusstest ganz genau, dass ich das nicht will. Und Rebecca bestimmt auch nicht. Was will ich nicht? Wisst ihr was? Ihr könnt so viele Brautkleider designen, wie ihr wollt. Ich werde kein einziges davon tragen. Bevor ich das mache, kündige ich. Jetzt kommt mal wieder runter. Wer breitet sein Sexleben vor laufenden Kameras aus? Ich oder ihr? Wenn dieser Artikel in der Presse erscheint, dann ist diese Freundschaft beendet. Ganz toll von Marlene. Ich dachte immer, unter Freunden hilft man sich. Was erwartest du von ihr? Dass sie hinter mir steht und mich in einer äußerst schwierigen Geschäftsphase unterstützt. Das ist alles vorbei. Sie wollte diese Geschichte beenden. Und was machst du? Du holst alles wieder hoch. Jetzt fang du doch nicht auch noch an. Ist dir so ein kleiner Skandal wirklich mehr wert als eure Freundschaft? Was hat das denn bitte schon mit einer Freundschaft zu tun? Gar nichts. Auf welcher Seite stehst du denn eigentlich? Ne? Tanja. Sebastian, du als Anwalt müsstest wissen, dass man im Job keinerlei Sentimentalitäten gebrauchen kann. Es gibt elegantere Mittel und Wege, Linie CL in die Presse zu bringen. Entschuldigung. Ja, Elisabeth, sie will mich sehen. Ich sehe nur eins. Willst du deine einzige Freundin wirklich verlieren? Ist es dir das wert? Jetzt ist Ludwig in China. Wenn ich ihn nur erreichen könnte. Er hat dir den Vorsitz während seiner China-Reise nicht umsonst übertragen. Er vertraut dir. Da hat er recht. Oh. Suchst du jetzt den Schulterschluss zur Vorsitzenden, um deinen Fehler zu vertuschen? Nein, aber ich bin ganz genau wie du der Meinung, dass sie es mit ruhiger Hand schaffen kann, uns durch die Krise zu führen. Eine Krise, die sie verschuldet haben. Ja, ich weiß. Aber es hilft uns ja nun allen nicht, wenn wir jetzt die Hände in den Schoß legen. Sie sollten ein Zeichen setzen. Ich wüsste auch schon welches. Wer nicht mit Geld umgehen kann, dem sollte man keins geben. Die Bank ist noch nicht verloren. Alles, was ich brauche, ist ein bisschen Zeit und Ihr Vertrauen. Sie wissen so gut wie ich, dass nicht ich alleine die Entscheidung treffe, sondern das Gremium. Marlene. Es gibt keinen Skandalartikel über Rebecca und dich. Ich habe alles zurückgezogen. Aber warum? Frag mich mal lieber, was mich das gekostet hat. Ein Privatinterview mit Ricky Pflock und erste Reihe Karten für die nächste Show. Das ist... Erzähl's nicht weiter, sonst nimmt mich niemand mehr ernst. Keine Sorge, ich kann schweigen. Und? Machst du's? Was denn? Bist du meine Trauzeugin? Es kommt drauf an, ob das Brautkleid von LCL ist. Du weißt, was die Presse sonst schreiben würde. Nicht mal die Familie vertraut LCL. Ich muss los, Krisensitzung. Tanja? Hm? Danke. Also rein wirtschaftlich gesehen ist unsere Freundschaft mein Ruin. Abwarten. Mir fällt da schon irgendwas ein. Irgendwie kriegen wir euch in die Presse. Thank you.
Berücksichtigung der derzeitigen Entwicklung ist die Liquidität der Lahnsteinbank für die nächsten Monate nicht mehr gewährleistet. Unsere Bank hat erstklassige Bilanzen und jetzt sollen wir auf einmal zahlungsunfähig sein? Was sagt denn Papa dazu? Der ist ja geschäftlich noch in China. Wie bitte? Unsere Bank geht pleite und Papa weiß es nicht? Von wie vielen Millionen sprechen wir hier eigentlich? Das kann man so genau noch nicht sagen. Herr Schmidt und ich, wir erarbeiten gerade eine Reihe kurz- und mittelfristiger Sparmaßnahmen. Vielleicht sollten wir schon mal mit deinen Zigarren anfangen. Ach, weißt du, das ist mein Privatvergnügen und mein Lieferant ist äußerst großzügig. Noch jemand? Danke. Erklär uns lieber, wie du das hier alles verbockt hast. Einer deiner Angestellten hat sich mit Risikopapieren verspekuliert? Ja, unser Mann in Singapur, Mr. Chang. Und du hast nichts bemerkt? Was ist mit deinem Privatvermögen? Tja, das tut mir leid, aber ein Großteil meines Privatvermögens ist draufgegangen, als ich das letzte Mal diese Familie gerettet habe. Und seitdem habe ich den ganzen Laden finanziert. Neues Pferdchen hier, neuer Tanzclub für die singende Wanda, Liebschaft da. Mit wem ist Marlene eigentlich gerade zu Gange? Ich verliere so leicht den Überblick. Du lenkst ab. Wisst ihr, die Bank war euch doch relativ egal, solange das Geld gesprudelt ist, nicht wahr? Das ist nun mal Sinn und Zweck einer Bank, Ansgar. Ich will ja auch nur sagen, dass von euren lächerlichen Umsätzen nun mal leider keine Bank leben kann. Das erklärt aber immer noch nicht die fehlenden Millionen. Wo steckt denn dein Mr. Ching oder Chong? Chang. Herrgott, Ansgar, ich kenne unsere Leute da drüben. Es gibt diesen Chang nicht. Ansgar? Ja, na gut. Ich war's. Ich hab mich verspekuliert. Zufrieden? Danke. Wissen Sie, wie man Drachen tötet? Manche sagen durch Beten. Ich hingegen bevorzuge die List. Man stellt sich tot und wenn der Drachen triumphiert, dann zack, von hinten die Lanze ins Herz. Nicht sehr heldenhaft. Hauptsache, der Drachen ist tot. Nette Show eben im Gremium. Sie können sich dann entfernen. Ansgar, du kannst vielleicht die anderen täuschen. Ich kaufe dir die ganze Nummer nicht ab. Das war keine Show, leider. Ich kenne dich lang genug. Und ich glaube, dass in deiner Bank viele große und kleine Schweinereien laufen. Ja, trampel nur weiter auf mir rum. Was ich nicht glaube, ist, dass man dir so leicht auf die Schliche kommt. Elisabeth und ein kleiner Wirtschaftsprüfer, ich bitte dich. Deine, glaubst du im Ernst, dass ich meine eigene Bank ruiniere? Freiwillig? Das ist mein Erbe und das von Hannes. Gut. Wenn du nur ein krummes Ding drehst, dann mache ich dich fertig. Ich muss dringend mit dir über Marlenes Brautkleid sprechen. Rebecca, wir haben gerade wirklich andere Probleme. Danke, danke. So viel Herzlichkeit habe ich gar nicht verdient. Kommen wir doch am besten gleich zur Sache. Ja, um es kurz zu machen, die Abstimmung wird vertagt, bis Ludwig zurückkommt. Wenn wir Ansgar jetzt von seiner Funktion als Kopf der Bank entbinden, dann hat das verheerende Folgen für die Reputation unserer Bank. Mit anderen Worten, wir bezahlen ab sofort für seine Fehlspekulationen. Schön, dann qualm mal schön weiter, Ansgar. Ja, und was machen wir, bis diese Entscheidung getroffen wird? Wie ich diesen Schmitz verstanden habe, besteht jetzt Handlungsbedarf. Richtig. Daher ist es unumgänglich, dass die Familie die Fehlspekulation der Bank auffängt. Wir müssen die Bank retten, wenn Lahnstein Enterprises als Ganzes überleben soll. Tja, wahrscheinlich müssen wir alle den Gürtel enger schnallen. Ja, und wenn das nicht reicht, dann müssen wir Teilbereiche abstoßen. Wenn nötig. Casting für Nachwuchsmodels, das will kein Mensch mehr sehen. Keine Models, Tanja. Wir suchen das perfekte Brautkleid von einem Designer entworfen für LCL. Du willst doch, dass ich ein Kleid von euch trage.
Ja. Ich sehe die Schlagzeile auch schon vor mir. Was ist los bei LCL? Die Designer schreien nach Hilfe. Sie schreiben, LCL ist innovativ. Immer auf der Suche nach den neuesten Styles, direkt von der Straße, dem größten Laufsteg der Welt. Lebe deinen Traum, entwirf das Hochzeitskleid für den Musicalstar Marlene von Lahnstein. Nur einer wird LCLs neuer Top-Designer. Die Idee ist nicht so schlecht, sie könnte von mir sein. Das heißt, du... Heißt das, du machst es? Wir machen's. Du bist Teil der Jury und du wirst hinterher entscheiden, welches Kleid genommen wird. Oh, komm her. Da frage ich mich, was uns das Gremium eigentlich nützt. Immer diese Verhandlungen. Wir sitzen alle in einem Boot. Leider sinkt es gerade und wir sinken mit. Nicht, wenn wir aussteigen. Vielleicht ist die Zeit des Gremiums einfach vorbei. Ihr wollt das Gremium abschaffen? Einfach so? Daran solltet ihr nicht mal im Traum denken. Wir sind ein Familienunternehmen und unsere Stärke liegt eben darin, dass hier nicht jeder nur an sich selbst denkt. Ist das so? Das mit dem Gremium, das war ja eine schöne Idee, aber scheint leider nicht mehr zu funktionieren. Na toll. Sobald Schwierigkeiten auftauchen, stecken wir den Kopf in den Sand. Vielleicht wollt ihr ja auch gar nicht, dass es funktioniert. Es wird Streit geben. Sobald es ins Eingemachte geht, ist der Schmusekurs zwischen den Geschwistern Geschichte. Die Sparmaßnahmen werden bei weitem nicht ausreichen. Wir werden verkaufen müssen. Das Gestüt vielleicht oder das No Limits, wer weiß. Aber was haben Sie davon? Was glauben Sie, wie es im Gremium zugehen wird? Es wird Streit geben. Krieg vielleicht. Natürlich nicht mit mir. Ich liege bereits am Boden. Ich bin pleite. Aber wenn der Drache sich von mir abwendet, dann werde ich aufstehen. Dann stoße ich ihm den Dolch mitten ins Herz.